Fast alle Ausländer, die in diesem Jahrhundert nach Deutschland kommen, tun dies, um zu arbeiten. Aus den preußischen Ostgebieten, dem ehemaligen Polen, werden um die Jahrhundertwende Bergarbeiter angeworben. Im aufstrebenden Ruhrgebiet braucht man sie dringend als Arbeitskräfte. Mehr als eine halbe Million Ruhrpolen schuften unter Tage. Als Arbeiter sind sie hoch willkommen. Als Menschen werden sie von den Behörden misstrauisch beäugt. Die Emigranten werden polizeilich überwacht. Ihnen wird verboten, in der Öffentlichkeit Polnisch zu sprechen. Nach dem Ersten Weltkrieg gibt es den polnischen Staat wieder. Viele kehren zurück. Wer sich entschließt, in Deutschland zu bleiben, passt sich der neuen Heimat an. Zum Beispiel durch eine Eindeutschung seines Namens. Da wird aus Grabowski Gräwe, aus Stanislawski Stahl und Familie Wojnicki heißt fortan Krieger. Im Kaiserreich gab es noch keinen Inländervorrang. Das gibt es in der Weimarer Republik. Im Kaiserreich konkurrierten Deutsche und Ausländer. In Weimar ist das nicht mehr der Fall. Deswegen herrscht gewissermaßen die ökonomische Ratio der Arbeitsmarktpolitik in Weimar. Deswegen gehen diese Zahlen herunter. Sie bleiben auch noch relativ niedrig. 1933 bis 1938, bis zum Vorabend des Zweiten Weltkrieges also, und explodieren dann. Tatsächlich holen die Nationalsozialisten so viele Ausländer ins Land wie nie zuvor und nie danach. Auf fast 8 Millionen wird ihre Zahl bis zum Ende des Krieges steigen. Die ersten Fremdarbeiter kommen aus dem faschistischen Italien. Hitlers Traum von einer mobilen Gesellschaft wird mit Hilfe von Italienern realisiert. Sie erbauen Wolfsburg und die Volkswagenwerke. Nach Kriegsbeginn rekrutiert der deutsche Staat Arbeitskräfte in allen überfallenen Ländern. Zuerst in Polen. Noch werden sie mit allerlei Versprechen geworben. Nach der Besetzung Frankreichs wird der Arbeitsdienst für Franzosen eingeführt. Mit der Freiwilligkeit ist es schon lange vorbei. Die zur Arbeit gezwungenen sogenannten Ostarbeiter sind schlecht bezahlt und haben überlange Arbeitszeiten. Sie werden wie Sträflinge gekennzeichnet und leben von der deutschen Bevölkerung isoliert. Nur dank ihres millionenfachen Einsatzes kann Deutschland den Krieg so lange durchhalten. Beim Russlandfeldzug fallen den Deutschen Millionen russischer Kriegsgefangener in die Hände. Auch sie werden zur Arbeit gezwungen. Viele von ihnen überstehen die Torturen nicht. Fremdes Leben zählt wenig im Großdeutschen Reich. Mit Hilfe von Zwangsarbeitern unternimmt Hitler Deutschland einen letzten, verzweifelten Versuch, den Endsieg zu erringen. Sie bauen die unterirdischen Katakomben, in denen Raketenwaffen produziert werden. Die Arbeits- und Lebensbedingungen unter Tage sind furchtbar. Viele sterben an Krankheit und Erschöpfung, werden durch Arbeit vernichtet. Die Freude über ihre Befreiung ist für viele getrübt. Der Krieg hat ihre Familien auseinandergerissen, ihre Heimat zerstört. Die deutschen Städte sind ein einziges Trümmerfeld. Der Wiederaufbau ein gigantisches Projekt, für das es gar nicht genug Arbeitskräfte geben kann. In den ersten Nachkriegsjahren sind die Deutschen auf sich selbst gestellt. Doch bald geht es aufwärts und es fehlt an Arbeitskräften. Ausländerbeschäftigung ist wieder einmal die Zauberformel. Schon 1955 schließt die junge Bundesrepublik entsprechende Verträge mit Italien. Doch das ist erst der Anfang. Das Jahr 1961 ist das entscheidende Stichjahr für die Explosion der Ausländerzahlen in der Bundesrepublik Deutschland. Abrupt gehen diese Zahlen in die Millionen. Es gilt, den Arbeitskräftezustrom aus der DDR zu ersetzen. Diese Menschen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt beschäftigt werden, übernehmen Stellen, die Deutsche nicht oder nicht mehr haben wollen. Schmutzige Arbeiten, harte Arbeiten, schlecht bezahlte Arbeiten, Baustellenarbeiten. Zentralbereiche der Produktion werden mit diesen Ausländern besetzt. All das ergibt für viele Deutsche die Möglichkeit der Erleichterung des sozialen Aufstieges. Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär, hat gesagt, vor unseren Grenzen stehen 60 Millionen Flüchtlinge. Macht Ihnen das Angst? Ja, Frau Andreas Scheuer. 60 Millionen, ich bitte Sie. Da hätte ja dann jeder seinen eigenen... Herr Uthoff, lassen Sie sich doch, das ist eine Fangfrage. Von den 60 Millionen, da fliehen die meisten innerhalb ihrer eigenen Länder. Der Rest wird von den ärmsten Ländern dieser Welt aufgenommen und bei uns in der EU suchen, was weiß ich, 3,3% Schutz. Und so absurd, das ist so absurd, dass das vor dem Hintergrund stattfindet, dass wir einen Überschuss von 21 Milliarden Euro gemacht haben. Allein im ersten Halbjahr diesen Jahres 21 Milliarden Euro Überschuss. Und der Schäuble suggeriert den Einheimischen, dass sie eventuell den Gürtel enger schnallen müssten, wegen der Flüchtlinge. Als die NPD das gehört hat, hat sie aus lauter Dankbarkeit
eine Kerze ins Fenster geworfen. In der Flüchtlingsfrage brauchen wir europäische Solidarität. Und genau die hat Jean-Claude Juncker gefordert, der Chef der EU-Kommission. Also genau der gleiche Mann, der Luxemburg zu einem der größten Steuerasyle auf der Welt gemacht hat. Er hat Milliarden aufgenommen, nur halt keine Flüchtlinge, sondern Euro. Der Mann gehört nicht an die Spitze der EU, der gehört in den Knast. Er hat ja gesagt, er hatte damit nichts zu tun. So ein bescheidener Mann, oder? Der will all den Ruhm seinen Mitarbeitern überlassen. Und seine Mitarbeiter da, also die Finanzbeamten in Luxemburg, die werden von Finanzberatern weltweit als flexibel und leicht kontaktierbar bezeichnet. Flexibel und leicht kontaktierbar. Klingt irgendwie nuttig, ne? Schmutzige Steuertrickser aus deiner Umgebung warten auf deinen Anruf. Wir zeigen dir, wo du dein Geld verstecken kannst. Lüg sie an. Und einer der größten Tricks von Juncker und seinen Finanzbeamten waren ja die sogenannten Advanced Tax Agreements. Advanced Tax Agreements heißt vorauseilende Steuerübereinkünfte. Und das lief wie folgt. Wenn Sie in Luxemburg eine Tochterfirma eröffnen wollten, sprich einen Briefkasten anschrauben, dann konnten Sie vorher diese flexiblen und leicht kontaktierbaren Finanzbeamten ansprechen und mit denen schriftlich einen Steuersatz vereinbaren, unabhängig von der Höhe des Gewinns, den Sie machen werden. Diese Vereinbarungen lagen meistens zwischen 1% und 10%. Das nenne ich mal Willkommenskultur fürs Kapital. Ich meine, wir als Arbeitnehmer, wir zahlen in Deutschland bis zu 42% Steuern. Versuchen Sie es doch mal. Gehen Sie doch mal zu Ihrem Finanzamt und fragen Sie mal. Können Sie einfach mal fragen, können wir mich schriftlich vereinbaren, ich zahle nächstes Jahr nur 10%? Dann kriegen Sie was schriftlich. Nämlich den Termin für Ihre Steuerprüfung. Und jetzt ist es ja so, in Luxemburg hat ja auch gerade noch der sogenannte Freeport eröffnet. Freeport heißt Freihafen. Was ist ein Freeport? Freeport, das sind so steuerfreie Lagerräume. Direkt am Flughafen, der Zoll interessiert sich da nicht für. Das ist so eine Art Massenunterkunft fürs Kapital. Jetzt dürfen Sie sich das nur nicht vorstellen wie so graue Betonbunker. Nein, diese Freeports entstehen weltweit an Flughäfen für die Superreichen. Weil die Superreichen, die wissen ja nicht mehr, wohin mit ihrer Kohle. Die Aktienmärkte werden immer unsicherer. Kleiner Gruß nach Wolfsburg. Und deswegen investieren die Superreichen jetzt in Sachwerte. Das heißt, die kaufen irgendwie Oldtimer, Gemälde, Ming-Vasen. Und solange die in diesen Freeports lagern, fallen darauf keine Steuern an. Keine Umsatzsteuer, keine Vermögenssteuer, gar nichts. Jetzt ist das natürlich ein bisschen schade, wenn man so schöne Sachen hat und die niemandem zeigen kann. Wenn Sie ein Topmodel als Freundin haben, verstecken Sie die ja auch nicht im Keller. Okay, es sei denn, Sie wohnen in Österreich. Da kommt sowas ab und zu vor. Und deswegen gibt es in diesen Freeports so Präsentationsräume. Ne, die sind dann so verglast und dann treffen sich da die Superreichen so bei Champagner und Kaviar und zeigen sich gegenseitig ihre Ming-Vasen. Das klingt doch eigentlich recht hübsch. Ne, also so ein Freeport ist quasi ein steuerfreier Schwanzvergleich. Da stellt sich doch direkt die Frage, warum gibt es in der deutschen Hauptstadt keinen Freeport? Tja, kein Flughafen, kein Freeport. Die Kanzlerin braucht Lösungen. Ich freue mich deshalb, die besten Experten dazu Deutschlands an meinem Tisch zu wischen. Also, die Kanzlerin möchte Sie ausdrücklich ermuntern, dass Sie jetzt mal richtig frei denken, jenseits aller Tagespolitik, richtig mal ein richtiges Brainstorming. Ja, hat denn irgendjemand irgendeine Idee? Also wenn ich diese rege Diskussion mal unterbrechen darf, ich hätte da eine Idee. Ja. Also wir sprechen doch immer davon, dass eine Armee von Flüchtlingen auf uns zukommt. Und wenn eine Armee von Flüchtlingen auf uns zukommt, dann plädiere ich aus Sicherheitsgründen für eine militärische Option. Hervorragende Idee.
Kleiner Haken, die Flüchtlinge sind unbewaffnet. Ja. Sonst noch was? Ja, Sie doch, vielleicht. Also wir vom CSU-Arbeitskreis. Also wir vom CSU-Arbeitskreis Flucht weg. Flucht weg. Wir hätten dazu folgenden Vorschlag. Kommt bitte nicht aus Bayern. Jetzt lassen Sie ihn doch mal reden. Ja. Wie wäre es denn an dieser Stelle mit einer Flüchtlingsmaut? Wie soll das? Ja, also wir belegen quasi jeden, der übers Mittelmeer einreist, mit einer Abgabe. Das ist ja fürchterlich, das betrifft ja auch die deutschen Kreuzfahrer. Ach so! Ja, die kriegen ja ihr Geld dann quasi über die Nachlässe bei der Passgebühr wieder zurückerstattet. Ihnen ist schon klar, dass das eindeutig gegen Europarecht verstößt. Ach so! Gilt dies auch für uns? Wie sieht das eigentlich aus? So ein Luftschlag gegen Brüssel. Verstößt er auch gegen Europarecht? Also wir sollten das vielleicht doch analytischer angreifen. Afrika. Ja, da kommen viele Leute zu uns. Warum? Na, an übertriebenem Reichtum wird es nicht liegen, nicht wahr? Naja, viele flüchten, weil sie sich von ihren alten Berufen nicht mehr ernähren können. Ach, das ist, sehen Sie, das ist doch interessant, dass diese Flüchtlinge waren vorher noch was anderes als Flüchtlinge. Ja, ja, die meisten waren Kleinbauern, Geflügelzüchter, Fischer. Ja, Entschuldigung, was können denn wir dafür, wenn der Afrikaner seinen Job verliert? Also, der verliert ihn, weil deutsche Produkte die einheimischen Waren verdrängen. Ist einfach so. Ja, aber die können sich doch Zölle schützen zum Beispiel. Ihnen ist sicherlich nur kurz entgangen, dass viele afrikanische Staaten ein Freihandelsabkommen mit der EU geschlossen haben, das EPA. Ja. Ist sowas wie TTIP für Arme. Ja, aber... Ja, aber Entschuldigung, wenn es keine Zölle mehr gibt, dann müssen sie doch nicht gleich ihre Waren persönlich in Europa vorbeibringen. Und so ein zollfreier Handel ist doch auch gut. Ja, ja. Dann bekommt dieser wunderbare Nähe der Afrikaner jetzt auch endlich günstig seinen Mercedes. Oder was genau liefern wir darunter? Ja, nur absolute Qualitätsprodukte wie Hühnerfleischabfälle. Hm. So was essen die. Mhm. Naja, das ist einfach so. Das, ganz ehrlich, das afrikanische Geflügel, das hat gegen unsere deutschen Hähnchenreste einfach überhaupt gar keine Chance. Ja. Sogar unser Müll ist unwiderstehlich. Nee, nur billiger. Ach, vielleicht produziert der Afrikaner zu teuer. Ihr müsst dann mal die Löhne runter. Ich glaube, es liegt einfach an der Mentalität des Kunden dort. Der Afrikaner greift einfach gern zum Sonderangebot. Weißt du, der muss sich endlich einmal befreien von dieser Billig-Billig-Mentalität. Sie meinen, dem fehlt einfach das Bewusstsein für Bio und regional. Okay. Sagen wir mal, wenn der Afrikaner wirtschaftlich nicht mit uns konkurrieren kann, warum schließt er überhaupt solche Freihandelsabkommen ab? Ich meine, Freihandel kommt von freiwillig. Ja, nicht ganz. Also Kenia wollte seinen Handel nicht so ganz vollständig öffnen und wurde daraufhin von der EU mit einem Strafzoll überzeugt. Ja, das ist doch jetzt sehr komplex. Können wir das für die Kanzlerin ein bisschen eindampfen? Also, was ist denn in dem Fall Hauptfluchtursache, sagen wir mal, in einem Wort? Wir. Oh. Schau her. Ja, also wenn ich. Das macht eine militärische Option natürlich schwierig. Aber nicht unmöglich. Also, wenn wir die wirtschaftliche Not nicht als Fluchtursachen bekämpfen können, dann bekämpfen wir doch einfach die wirtschaftliche Not als Fluchtursachen. Bitte? Wir sagen einfach, wirtschaftliche Not ist keine Fluchtursache.
Das klingt doch vernünftig, das machen wir ab jetzt. Wirtschaftliche Not erkennen wir doch die ganze Zeit schon nicht an und die kommt trotzdem. Okay. Was wollen wir? Wir wollen, dass der Afrikaner daheim bleibt. Ja. Logische Folge, Betreuungsgeld. Ja. Okay, dann schlage ich jetzt auch noch was vor. Ich schlage vor, wir nehmen richtig Geld in die Hand, investieren auf dem afrikanischen Kontinent 220 Milliarden Dollar in Bewässerungssysteme und können so die Zahl der Hungertoten halbieren und beseitigen somit die Fluchtursachen. Ja. Was? Er darf doch auch die ganze Zeit Unsinn reden. Wir müssen zu einem Punkt kommen. Am Ende müssen wir die noch alle reinlassen und integrieren. Und das geht doch nicht in Afrikaner, in Bayern. Das geht doch. Haben Sie da Erfahrung? Schauen Sie, zum Beispiel bei uns in Strunzenöd. Wir spielen in der Abwehr mit einer Viererkette und im Mittelfeld mit einer Doppelsechs. Ja, und sicherlich auch ein schneller Flügelflitzer würde uns gut zu Gesicht stehen. Wenn ich Sie zusammenfassen darf, kein Platz. Das ist ja auch etwas, was wir den Kosovo-Albanern sagen, kein Platz. Sie kommen trotzdem. Dabei haben wir für den Kosovo alles gemacht, was wir können. Wir wollen ihn jetzt sogar zum sicheren Herkunftsland machen. Was sollen wir denn noch tun? Ja, obwohl auch Ihnen sicherlich klar ist, dass das Einzige, was da sicher ist, die Armut ist. Ja, das stimmt. Also 30% Arbeitslosigkeit, ein Drittel lebt von 1,30 Euro am Tag. Das ist ja wesentlich weniger als Hartz IV. Ja. Ich sage ja schon lange, die Sozialhilfe ist bei uns zu hoch. Ja, sagen Sie, diese ganzen Milliarden, die wir dem Kosovo gegeben haben, wo sind denn die hin? Alles in den Händen einer kleinen, korrupten Clique. Was schauen Sie jetzt da mich so? Also, hallo. Ja, Emil, wir haben im Kosovo, wenn ich Sie richtig sehe, Mafia-Gangster und gewaltbereite Extremisten zu Politikern und Beamten gemacht. Wir waren sehr gut da drin. Entschuldigung, das ist ja ein bisschen links jetzt. Ne? Also, wer sagt denn sowas? Wir. Also, beziehungsweise unsere Berater von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Okay, ja, ich weiß nicht, was sollen wir denn machen? Wir können da ja nicht einmarschieren oder so. Natürlich können wir das. Können wir? Können wir nicht. Können wir nicht. Warum? Weil wir schon da sind. Ihnen ist sicherlich nur kurz entfallen, dass wir 99 ja in den Kosovo einmarschiert sind mit der visionären Idee, aus dieser winzigen Provinz Jugoslawiens einen lebensunfähigen Staat zu machen. Ja, das ist doch jetzt wieder sehr komplex. Können wir das für die Kanzlerin wieder... wer ist denn, sagen wir, Hauptfluchtursache im Kosovo in einem Wort? Wir. Also genau genommen waren es unsere Vorgänger. Ah ja... Rot-Grün. Ja, ja. Die waren noch offen für militärische Optionen. Kosovo ist erledigt, Afrika auch. Jetzt sehe ich noch Syrien. Die müssen wir dann doch aufnehmen, nicht? Das ist, warum kommen die alle? Was ist da los? Da tobt seit 4 Jahren ein Bürgerkrieg. Ja, das weiß ich. Wer genau kämpft da? Gegen wen? Jeder gegen jeden. Da kämpft jeder gegen jeden? Mhm. Warum sind wir dann nicht dabei? Ja. Was ist da los? Also was war denn da bisher unsere Strategie? Die lange Fassung oder die kurze? In dem Fall die lange. Es gab keine. Aha. Ah, ja, aber wir können uns doch nicht mehr raushalten. Wir müssen doch da jetzt auch mal, zumindest nicht, bloß wen bombardieren wir denn da vor Ort? Alle. Ja, da muss man nicht so genau zielen. Ah, okay, das ist... Der Horst sagt, wir müssen den Putin mit ins Boot holen. Sonst kriegen wir da keine Lösung. Hören Sie, wollen Sie wirklich das Morden beenden und Stabilität im Mittleren Osten, wenn Putin dafür einen Imagegewinn hat? Nee, das machen wir nicht. Da behalten wir lieber den Krieg und nehmen die Syrer. Ja. Sagen Sie, da gibt es eine Frage, die werden Sie mir doch sicherlich beantworten können, oder? Wenn wir die Syrer eh alle anerkennen, ne, warum lassen wir sie dann im Mittelmeer ersaufen und schaffen nicht sichere Fluchtrouten nach Europa? Um auch den westdeutschen Fremdenhass einmal so ein bisschen Angst zu nehmen. Wir haben im Rahmen der Wiedervereinigung 17 Millionen Menschen aufgenommen. Und auch das hat unsere Volkswirtschaft verkraftet. Vielleicht ist das auch gar nicht unsere Angst, sondern vielmehr unser bedingungsloser Glaube an Wettbewerb, der uns beim Flüchtlingsdrama im Mittelmeer alle so stillhalten lässt. Hey, nur die besten Schwimmer schaffen es nach Europa. Oder die 5.000 Euro für einen Schlepper hingelatzt haben, die kommen im Vergleich zu unseren ostdeutschen Brüdern und Schwestern wenigstens mit Zahlungsmitteln. Die wollen ja was erreichen. Das sind die BMW-Fahrer von morgen. Und wer es nicht schafft,
Pech gehabt. Survival of the fittest. Der gemeine Afrikaner, hey, der liegt uns nun mal nicht am Herzen. Ganz ehrlich, wir retten lieber mit 3 Feuerwehreinsätzen eine Katze aus dem Kamin, als mit einem Einsatz 300 Flüchtlinge aus dem Boot. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Bundespressekonferenz. Die Ergebnisse von FUMS liegen Ihnen ja vor. Gibt es dazu Fragen? Was sieht die Bundesregierung denn jetzt als Fluchtursache Nummer 1 an? Mobilität. Bitte was? Mobilität. Ja, also die Flüchtlinge bewegen sich und da muss man was machen. Ist es richtig, dass die Bundesregierung plant, den europäischen Kontinent abzusprengen, um vor den Flüchtlingen zu flüchten? Das war nur ein privater Debattenbeitrag. Das war... Die Bundesregierung möchte vielmehr gegen kriminelle Schlepper vorgehen. Die Bundesregierung will also einfach nur die Flucht unterbinden, statt gegen die Fluchtursachen vorzugehen? Nein, nein, Die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass die grundsätzliche Fähigkeit zur Bewegung eine der wichtigsten Fluchtursachen überhaupt darstellt. Und deswegen wollen wir Schleppern die Geschäftsgrundlage entziehen. Heißt das, es werden jetzt endlich legale Fluchtrouten nach Europa geschaffen? Genau, wir versenken die Boote. Dazu haben wir im Juni 2015 zusammen mit der EU die militärische Mission European Naval Force Mediterranean ins Leben gerufen. Ein militärischer Vierstufenplan. Nach der Phase 1 Beobachtung befinden wir uns derzeit im Übergang zu Phase 2 der Bekämpfung der Schlepperboote. Das klingt nach einer militärischen Option. Nach meinen Informationen will die EU beim Kampf gegen die Schlepperboote 7 Kriegsschiffe, einen Flugzeugträger, U-Boote, Drohnen, Hubschrauber und Flugzeuge einsetzen. Schießt man da nicht mit Kanonen auf Spatzen? Nicht Spatzen, Schlepper. Hören Sie mal, die Schlepper, die trifft man doch selten alleine an. Die sind doch in der Regel umgeben von Flüchtlingen. Geraten Flüchtlinge da nicht ins Kreuzfeuer? Ja, ja. Bei nicht einvernehmlich ablaufenden Schiffsbegegnungen besteht das hohe Risiko von Kollateralschäden. Haben Sie für so einen Einsatz überhaupt ein Mandat? Hier setzen wir das Diktum der Kanzlerin um, die gesagt hat, Deutschland muss flexibler werden. Sie haben gesagt, wir sind jetzt in Phase 2. Was ist Phase 3? Da marschieren wir mit Bodentruppen in Libyen ein. Wie bitte? Braucht man dafür nicht auch ein Mandat? Wir arbeiten an einer Zustimmung der libyschen Regierung. Wir haben versucht anzurufen, aber wir haben niemanden erreicht. Also Tripolis war besetzt von Al-Qaida. Aber so ein Angriff, das ist doch heller Wahnsinn. Ich meine, ohne Mandat, ohne Strategie, riskieren Sie da nicht einen verheerenden Krieg? Ich darf Ihre Aufmerksamkeit jetzt lenken auf das Foto der Kanzlerin mit einem Flüchtling. Ja, danke für diese wunderbare PR. Aber sollte man bei den Fluchtursachen nicht auch mal bei den Ursprungsländern ansetzen? Ja, deswegen haben die EU-Innen- und Außenminister am 28. November 2014 die sogenannte Khartoum-Erklärung verabschiedet. Der Khartoum-Prozess ist eine Zusammenarbeit der EU mit den afrikanischen Staaten, um den Migrationsdruck zu dämpfen. Also Grenzen dicht machen. Ist es richtig, dass dieses Abkommen auch von den Präsidenten aus Eritrea, Sudan und Südsudan mit unterzeichnet wurde? Ja, das sind einige unserer strategischen Partner vor Ort. Ah, das ist gar kein FIFA-Komitee. Liegt gegen al-Bashir aus dem Sudan nicht ein internationaler Haftbefehl wegen Völkermord vor?
Und Salva Kiir Mayardit aus dem Südsudan. Unter seiner Präsidentschaft werden Patienten in Krankenhäusern erschossen und Kinder vergewaltigt. Eritrea unter Afewerki, das weiß jeder, ist eine Folterdiktatur, in der Menschen verschwinden und als Sklaven gehalten werden. Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass es sich hierbei um nicht vollständig ausgebildete Demokratien handelt. Sie wollen also mit verbrecherischen Staatschefs zusammenarbeiten, um Fluchtursachen wie Bürgerkrieg oder Folter zu beseitigen? Nein, ich darf Ihnen das nochmal vorlesen und ich zitiere deswegen aus einem Papier. In Eritrea geht es darum, die Institutionen dieser Regierungen zu stärken, um Fluchthelfer zu bekämpfen. Was heißt das konkret? Nach unseren Informationen will die EU an einem Trainingszentrum in Kairo für diese Diktatoren Polizisten ausbilden. Ja. Und was ist die Frage? Es geht der EU also nicht darum, Unrecht zu verhindern, sondern zu verhindern, dass die Menschen vor diesem Unrecht davonlaufen können.